Titan going faster than the speed of light. Only thing quicker than that you find is the speed of mind. Hold on. The heaven knows what I've been through, searching for a heart that's true in there. When in a million, well, do I often feel the test? Everyone must surely kill that question is true. Shine a star for me to see what children see on Christmas morn on an evening. Hope and dream to be ready. Seit über 30 Jahren zählt er zu den größten Stimmkünstlern des Jazz. Der Jazzpapst Joachim Ernst Behrendt hat über ihn einmal gesagt: Al Jarreau, singend, gurgelnd, mit der Zunge schnalzend, stöhnend, schreiend, flatternd, flüsternd, seufzend, knatternd, verfügt über ein Arsenal stimmlicher Möglichkeiten, das mit dem keines anderen männlichen Sängers vergleichbar ist. Jarreau ist ein Instrumentalist der Stimme. Seine Kehle bringt wirklich ein ganzes Orchester hervor. Schlagzeuge und Saxophone, Trompeten und Flöten, Congas und Bässe. Aber das alles aus dem Mund eines einzigen Mannes, vom tiefsten Bass zum höchsten Flageolett. Als ob dieser Mann über ein Dutzend oder mehr verschiedener männlicher oder weiblicher Stimmen verfüge. Al Jarreau verkörpert die reine Lust am Musizieren. Dabei gilt er als Quereinsteiger eigentlich gar nicht als Profimusiker. Als fünftes von sechs Kindern eines Adventistenpfarrers und einer Organistin kam er erst spät zu seiner eigentlichen Passion. Jarreau war bereits 35, als er seinen ersten Plattenvertrag bekam. Vorher hatte der studierte Psychologe als Rehabilitationshelfer für Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen gearbeitet. Doch der Erfolg kam schnell und er kam vor allem in Deutschland. Grundstein für seine Weltkarriere waren Auftritte im Hamburger Onkel Pö und bei den Berliner Jazztagen, unter anderem mit seiner atemberaubenden Version des Jazzklassikers Take Five. Bei den Leverkusener Jazztagen 2004 gab der Stimmakrobat, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, eine Kostprobe seines Könnens. Viel Spaß dabei!